Kurz nach Pfingsten 1984. Ein großer Moment für die eidgenössischen Katholiken. Papst Johannes Paul II. Besucht die Schweiz. Der damalige Bundespräsident Leon Schlumpf begrüßt den Pontifex. Un cordiale benvenuto nel nostro paese. Mit großer Freude komme ich heute in das Land der schweizerischen Eidgenossenschaft. Von Zürich sieht der Papst nur gerade den Flughafen. Die sechstägige Reise führt ihn ins Tessin, die Westschweiz und in die Innerschweiz. Wie hier nach Flüeli-Ranft, der Heimat von Bruder Klaus. Immer in Begleitung des Papstes ein gewaltiger Medientross. Und immer wieder offizielle Empfänge mit stolz erfüllten Behördenvertretern. Herr Regierungsrat Höfen. Herr Regierungsrat Hess. Unser Landschreiberstellvertreter Herr Huber. Nun kommen Sie zur Mietwaldner Regierung und da habe ich nichts mehr zu sagen. Herr Landermann. Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ein Papst zum Anfassen. Und das, obwohl er 3 Jahre zuvor fast einem Attentat zum Opfer fiel. Du bist der Kleinste. Ja, der Heilige Vater macht das immer wieder. So bald nach dem Attentat hat er gegen alle Planungen, wo sein Weg genau und wenn er bezeichnet, dadurch und nicht weiter, ist er einfach zu den Leuten. Wenn er Kinder segnen oder Kranken sehen, er hat keine Angst, er ist furchtlos. Mir hat er eigentlich gesagt, warum so viel Polizei oder wenn vor dem Fenster irgendeine Vorrichtung war, was sonst nicht üblich ist. Er sagt, warum? Wer hat das gemacht? Er sagt, ja, das haben wir gemacht mit der Bundespolizei. Er sagt, man soll überall bereit sein zu sterben. Der Bischof von Chur, Amédée Grab, war damals Sekretär der Schweizerischen Bischofskonferenz. Von den Schweizer Klerikern war er am nächsten dran. Er begleitete den Papst auf Schritt und Tritt. Wie der Papst im Zug, während andere ganz in der Nähe gegessen und getrunken haben, dass der Papst während der Zeit sich so vertieft hat, ins Präfier und nachher in den Kreuzweg, wo er die 14 Bilder hatte, hat mir einen riesigen Eindruck gemacht. Einweihung des neuen Altars in der Klosterkirche von Einsiedeln. Mit allen Ingredienzien des katholischen Ritus. Papst Johannes Paul II. Entfaltet eine charismatische Wirkung. Selbstkritische Geister kommen ins Schwärmen. Nach dem Gottesdienst, der Papst war gerade vor dem Abflug, er ist etwa 5 Minuten vor mir zugestanden, etwa 2 Meter. Ich konnte das Gesicht studieren und ich kann mich erinnern, wie mir das einen unglaublichen Eindruck gemacht hat. Der Papst war noch viel jünger als heute, frisch, lebendig und er hat eine unglaubliche Aura gehabt. Ich habe von dort her verstanden, warum der Papst so einen unglaublichen Eindruck auf die Masse hat. Auch der Bundesrat gibt sich die Ehre. Freundlichkeiten von Bundespräsident Leon Schlumpf in Romanisch und Polnisch. Il Consiglio federale admette ad els se esplicordials javis per il futur.
Tag tu rong pragnau oi zu, ciem te muser diecne po cien kovac. Nach dem Austausch von Nettigkeiten wird der Papst in seiner Predigt auf der Luzerner Alment politisch. Die Neutralität eures Landes bewahrt euch nicht davor, dass auch ihr in die weltweiten geistigen und politischen Auseinandersetzungen unserer Tage hineingezogen werdet. 40.000 Menschen hören die Botschaft vor Ort. Erwartet worden waren 100.000. Außer im Tessin und im Wallis ist das Publikumsinteresse eher lau. Die Schweizer Katholiken zeigen sich widerspenstig, wenig obrigkeitsgläubig. Immer wieder wird der Papst mit unbequemen Fragen konfrontiert, wie hier bei einer Begegnung mit Westschweizer Jugendlichen. Selbstbewusst weichen die Redner vom autorisierten Fragetext ab. Beaucoup d'entre nous se demandent si le célibat. Viele junge Menschen hätten Zweifel, sagt diese junge Frau, ob das Zölibat einem Priester das nötige Verständnis für Partnerschaftsprobleme ermögliche. Und ob den Frauen der Platz gewährt werde, der ihnen zukomme. Und ob den Frauen nicht mehr kirchliche Ämter als bisher anvertraut werden könnten. Doch der Pontifex geht auf keine dieser Fragen ein. Der Papst war sich gewöhnt, überall bejubelt zu werden. Ich glaube, er hat wenige Kirchen, die so kritisch sind, selbstkritisch auch gegenüber der eigenen Religiosität und der eigenen Hierarchie. Er hat wenig solche Kirchen erlebt. Ich würde sagen, wenn der Papst dort mal gehört hat, hätte er eigentlich nicht zwei Jahre später oder drei Jahre später einen Bischof Haas ernennen und damit zu einer der grössten Krisen der katholischen Kirche vom 20. Jahrhundert inszenieren mit dieser sehr unbedachten Bischofsernennung, die er dort gemacht hat. Also die kritische Haltung des Schweizer Katholizismus war 1984 bei dem Besuch voll und ganz da. Der Papst stellt sich taub, lässt sich nichts anmerken. Routiniert, fast wie ein Popstar, nimmt er lieber Ovationen entgegen. Der Schweizer Fernsehen betreibt einen gigantischen Aufwand. Über 30 Stunden Live-Berichterstattung und etliche zusätzliche Sendungen. Doch ein kritischer Ansatz gelingt den Journalisten kaum. Ich habe dort mal, weil ich gesehen habe, wie flächendeckend die Übertragungen sind, einen Gegenakzent in der eigenen Sendung und ein stündiges Interview mit Hans Küng angesagt, damit auch eine kritische Stimme Platz hat. Ich musste auf Direktive von der Programmdirektion dort mal im 81 den Hans Küng wieder ausladen, weil man gesagt hat, das möge sie in einer so einer Situation nicht leiden. Also hat man doch sehr stark einfach brav berichtet, gesagt, was hier läuft. Und die Ironie von der Geschichte war ja dann, dass innerhalb aus dem Kern von der Kirche, von Laien, von Bischöfen, auch von Protestanten, von Juden usw. so kritische Stimmen gekommen sind, die sehr deutlich artikuliert haben, was Kritik an dieser Kirche und an dieser Regierungsstil, von dieser Hierarchie ist. Und die haben wir alle übertragen. Zwei dieser kritischen Stimmen fangen die Kameras am Rande der Luzerner Eucharistiefeier ein. Ich fühle mich vor allem auch nicht angesprochen als Frau vom Ganzen, weil ich das Gefühl habe, dass ich den Eindruck bekomme, dass das Ganze mehr eine Demonstration ist von männlicher Vorherrschaft unserer Kirche. Ich fühle mich nicht ernst genommen als gläubige Christin, Katholikin, mit meinen Fragen, die ich habe, mit meinen Wünschen, mit meinen Forderungen.
Ich wollte nur noch etwas sagen zu dem, was sie gesagt hat, das sei nicht repräsentativ. Ich habe auch den Eindruck, dass es das nicht ist, aber dass trotzdem das, was man jetzt hier sieht, das Kirchenbild prägt von vielen Leuten, gerade von Leuten, die irgendwie aussenstehend auch sind. Also, obwohl es nur ein kleiner Ausschnitt von Kirchen ist, was man hier sieht, was sich hier präsentiert, haben nachher viele die Vorstellung, dass es eben Kirchen katholisch-christlich ist. Und mit dem habe ich Mühe, weil ich nachher wieder muss mit Leuten zusammenarbeiten in dieser Kirche, die das auch wieder anders sehen. Für Silvia Stram-Bernet hat sich die Situation der Frau in der katholischen Kirche seither nicht verbessert. Das war eine richtige Aussage für damals. Und das stimmt natürlich, wenn man sieht, was sich seither verändert hat in Bezug auf Frauen jetzt in der Kirche, stimmt das meiste von dem noch, was meine Kollegen gesagt haben. Also Sie würden sagen, auch in den letzten 19 Jahren hat sich da nicht viel verändert? Nein, es hat sich zum Teil Sachen auch verschärft. Es ist einfach in der Praxis ist es nicht so. Also bei uns in der Schweiz gibt es relativ viel Spielraum von Handlungsmöglichkeiten, von auch, Berufsmöglichkeiten, die man hat, die eigentlich offiziell gar nicht erlaubt wären. Also von dort her ist die Praxis gesehen anders aus als in der Theorie oder in den Vorgaben von der Institution Kirche. In Sitten endet der legendäre Papstbesuch. Der Pontifex entschwebt wieder in himmlischere Sphären.